Ja, das muss besser hinzukriegen sein. Der Camper Tobi, nicht aus Sulzimus, sondern auf der Anreise zum Caravansalon. Ich habe ja versprochen, ich filme ein paar Stationen, treffe mich jetzt gleich mit der Campermoni. Es ist knapp 10 Uhr. Hier ist unser Treffpunkt. Die kommt aus Augsburg, ich aus Sulzimus. Habe jetzt ca. 50 Kilo gefahren, ja genau. Also ich bin hier genau im erlaubten Bereich, weil wir gerade bei Kilo sind mit dem Fahrzeug. Das ganze Messezeug ist dabei. Hab ein bisschen entschlackt, damit wir noch die 3,5 Tonnen halten. Also allein mit dem Fridolin geht's ja. Ihr müsst entschuldigen, in der Nacht ist die Kamera wirklich nicht so dolle. Ja, ich bin, wie gesagt, am Suchen nach Ersatz. Es wird wahrscheinlich das Samsung S8, da kann man nämlich auch in der Nacht schöne Aufnahmen machen. Aber egal, ich nehme euch mit auf die Reise, habe ich gesagt. Und jetzt bin ich am Rastplatz Burgau. Das ist ungefähr 25 Kilometer hinter Augsburg. Ja, hier ist nicht mehr viel los. Es stehen noch ein paar Camper hier. Die machen Brotzeit. Also wenn es ein bisschen ruckelt, bitte ich um Verzeihung, der Frido ist natürlich dabei, der macht hier noch Pipi, vielleicht auch noch Kaka. Schauen wir mal, dann in mehrere Stationen machen, dass der arme Kerl mal rauskommt. Vielleicht werden wir auch müde, dann haben wir immer noch Zeitpuffer eingebaut, dass wir in Ruhe schlafen können. Und morgen in der Früh anvisiert ist halb 8, wenn die Schranken hochgehen am P1, dass wir dann halt einlaufen, einfahren. Und ja, dann gibt es die nächsten Infos, wenn wir unseren Platz bezogen haben. Und ja, dann werden wir uns ein bisschen aufs Ohr hauen, schätze ich mal. Ein kleines Frühstückchen machen und dann ab Mittag mal auf die Messe radeln, damit wir uns alles schon mal anschauen. Dann nehmen wir euch mal mit, wie das so beim Aufbau läuft. Da ist dann alles in den letzten Zügen auf der Messe, bevor der große Startschuss fällt. Und der fällt ja bereits am 25. Da ist quasi Ausstellertag. Da finden auch viele Fachgespräche statt. Da haben auch die Aussteller mal Zeit, sich auszutauschen, weil ansonsten steht jeder seinem Stand die ganze Woche und macht seine Arbeit. Da kommt man eigentlich auf der Messe gar nicht mehr groß rum. Deswegen nutzen wir das alle, um zu fachsimpeln etc. Also da sind wir natürlich dann schon voll unterwegs. Geplant haben wir ganz, ganz viele Interviews bzw. Reportagen von den verschiedenen Zulieferständen, natürlich von unseren ganzen Herstellern, die auch diesen schönen Eura bauen, Forster und Lastrada. Das habe ich euch ja alles schon mehrmals erzählt. Also wir sind guter Dinge, sind topfit für die Fahrt und ja, jetzt müsst ihr gleich aufschlagen. Wie gesagt, wir melden uns. Ich wünsche euch was. Es gibt einen kleinen Zusammenschnitt morgen Abend und schlaft gut, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich in Düsseldorf und wenn nicht, dann in Sulzimus oder anywhere else. Also Servus miteinander. Man soll sie ja nicht verstellen, weißt du, das ist das, Moni. Das kennen ja alle, das Auto mit dem Camper-Tobi-Logo und dahinter steht noch ein Auto mit dem Camper-Tobi-Logo. Hallo, hört ihr mich? Das ist Düsseldorf, live. Also, wir warten kurz, bis der Flieger weg ist. Das wird eine lustige Sache, Moni. Weil ich muss jetzt immer schauen, dass ich während der Flugpausen, die maximal 4 Minuten sind, euch was erzähle. Also, guten Tag, sagt man hier, glaube ich, in Düsseldorf, im Rheinland. Wir sind da. Wir haben gut 6 Stunden gebraucht, haben eine Kaffeepause gemacht, war ganz entspannt. Camper Moni wienert und putzt ihr Fahrrad gerade, weil wir jetzt dann uns die Messe während des Aufbaus ein bisschen anschauen. Und hier ein herrliches Bild bei einem leicht windigen, kann man schon Spätsommertag sagen? Keine Ahnung. Also, wir sind da, hurra, am P1, alles geplant, alles ist auch planmäßig gelaufen. Wir stehen Nord 4, Reihe 9, da sieht man das Schild und ich gehe jetzt mit euch mal auf die Straße und zeige euch die noch unbesetzten Plätze. Also ihr werdet morgen Abend sehen, hier ist der Bär los, hier ist kein Handtuch mehr frei, keine Handtuchbreite mehr frei. Also so stehen wir momentan und so wollten wir auch stehen. Wir haben uns ein bisschen aufdekoriert. Zum Frühstück hat es Eier gegeben. Verunglückte Eier mit allen möglichen getrockneten Schnittlauch, Meersalz und Mühlenpfeffer. Ich erzähle euch aber heute wieder was. Also hier, Werbung ist zwar verboten hier auf dem P1, aber ihr seht, hier sind so ganze Reihen auch vorpositioniert worden von Herstellern, die natürlich ihre Vertriebler da drin auch einquartiert haben. So sieht das momentan aus. Also ihr könnt euch ein Bild machen von diesem herrlichen Parkplatz. Der nächste Flieger übrigens, ihr hört ihn ja schon lang. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir heute so auf der Messe schon sehen. Und ich würde mal denken, für die kurze Zusammenfassung, heute Abend reicht dieser erste Eindruck. Da vorne fährt man rein. Da sind auch die ganzen Versorgungsanlagen. Da ist auch,
Was haben wir denn da noch? Da ist auch das Bierzelt. Ja klar, das Bierzelt, natürlich. Das ist ja ganz berühmt, berüchtigt. Da trifft sich dann die ganze Wohnmobilgemeinde abends, die hier übernachtet. Bis zu 3500 Autos werden erwartet. Also ich denke, wir haben einen neuen Zuschauerrekord. Das weiß ich jetzt schon. Und ja, viel Spaß in Düsseldorf oder beim Zuschauen. Und ich nehme euch mit auf die Reise. Das habe ich allen versprochen. Gehen wir wieder zum Auto zurück, da liegt der Parkschein drin, also ihr seht, wie das hier läuft. Super organisiert, super freundlich, das ist ganz toll im Rheinland. Die können auch mal, in Bayern sagt man, goschert sein, aber die verstehen Spaß und sehr hilfsbereit und also vom Service her eigentlich immer top. Dann nochmal ein Blick auf unseren tollen Frühstückstisch, das ist natürlich jetzt momentan alles improvisiert. Der Frieder ist hundemüde, das sind wir auch, aber wir sind so aufgedreht, dass wir jetzt erstmal uns hier ein paar schöne Stunden in Düsseldorf machen, das heißt beim Messeaufbau. Also, Servus, bis später. Meld mich dann irgendwann mit Bierzelt-Vorgeschichte, kurze Fahrt am Rheinufer, also dann nachher wieder reinschauen. Servus, Baba. Ah, das passt ja gar nicht nach Düsseldorf. Servus, Baba. Was sagen die hier? Tschö. Tschö, tschö. Okay, ich glaube schon. Also, Servus. Also, wir haben es perfekt erwischt. Ich muss ein bisschen lauter werden, weil sie hören Flugzeug und wir haben jetzt gleich 3 Minuten mindestens und es geht ein richtiger, starker Wind, kann man schon fast sagen. Die Moni ist hinter mir, wir sind mit dem Fahrrad unterwegs zur Messe. Ja, macht riesig Spaß. Ja, Hammer, wir haben den besten Tag in Düsseldorf ever erwischt, weil Wetter, Leute, man kennt sich gleich wieder. So langsam kommen hier die großen, dicken Schlitten auf den Platz gefahren. Das ist natürlich schön zum Anschauen für alle. Hier wird auch mehr los sein die nächsten Tage. Da fahren die ganzen Aussteller und genau die ganzen Besucher hier zur Messe mit Fahrrädern und alles Mögliche. Ganz toll fand man und passen da unten. Ich glaube, das sind Dogsitter, schätze ich mal. Weil wenn man alleine 10 Hunde hat, warum auch nicht? Aber wie gesagt, wir sind ja hier in der Rhein-Metropole. Ja, heißt das so? Düsseldorf. Ja, Rhein-Metropole. Ich darf ja nichts Falsches sagen. Ich habe gerade überlegt, ob ich singe, wärst du doch in Düsseldorf geblieben, aber das mache ich dann vielleicht heute Abend nach dem zweiten Altbier. Ja, ich trinke in Düsseldorf. Ich gebe es zu, ich trinke normal gar nichts, aber in Düsseldorf trinke ich. Ich bin Düsseldorf-Trinker, kein Verteilstrinker. Also, naja, aber 2-3 Altbier, das muss sein, das gehört hier dazu. Das gehört dazu. Also, wunderschöne Hunde, wunderschöne Landschaft, wunderschöner Fluss, wunderschönes Düsseldorf. Wir wollen nicht übertreiben, aber wir haben echt gesagt, wir sind froh, dass wir den Tag vorher gefahren sind. Erstens, weil wir einen coolen Platz haben und weil wir jetzt einfach die Zeit hier noch genießen, um uns einzustimmen auf die Messe. Und man nimmt halt so viel mehr mit, als wenn man jetzt hier im Hotel pennt. Ja, das ist so, wir sind Camper. Das ist live, ja. Genau das ist es. Egal in was man dann kommt, ob im Zelt oder im, war schon einer dabei, ich schätze mal mit 800.000 bis 1 Million haben wir schon ein Auto stehen, ja, in der ganz große mit Heckgarage und so, also da sind schon Schlitten dabei, da wollen wir euch auch einige zeigen oder ich oder wie auch immer, abends mal losdüsen. Genau, richtig. Also bei uns geht es ja so in den erschwinglichen Rahmen rein mit unseren Herstellern, aber wie gesagt, wir machen es irgendwie möglich. Schiff, von lauter Labern habe ich vergessen, da fuhr auch noch ganz romantisch ein Schiff vorbei, da sehen wir jetzt kaum mehr was. Für die netten Hunde nochmal, das ist hier ein Wasserschutzgebiet, das legendäre Rheinufer da vorne, jetzt gehen wir noch ein bisschen runter, ich hoffe, ich falle nicht den Abhang runter, aber kriege vielleicht ein paar Likes dann, wenn ich runterfalle. So sieht es aus, da vorne sehen wir die Rheinbrücke, ich weiß nicht, ob es eine Rheinbrücke ist, die geht auf jeden Fall über den Rhein, deswegen nenne ich sie jetzt mal Rheinbrücke. Entschuldigung Düsseldorf, falls jemand aus Düsseldorf das sieht, schreibt mir das bitte in die Comments rein. Und jetzt hören wir auf, weil der Wind geht so stark, nächster Eindruck auf der Messe. Also, bis gleich. Servus. Ciao. Ciao von der Moni. Sorry, ich bin es so gewohnt immer. Tschüss. Servus. Baba, bleibt's gut. So, und da wollten wir hinten für uns jetzt da mal Endstation. Wir schauen uns einfach ein bisschen um, suchen die Stände unserer Hersteller, wie weit da das Finish ist. Und dann geht es ja am Freitag los. Da wird heute und morgen noch fleißig aufgebaut, damit Sie mal sehen, was da los ist, wenn Sie noch nie beim Messeaufbau dabei waren. So sieht es hier aus und manchmal nur Wüste, wenn das Ganze dann in den Endspurt geht, so kurz vor Feierabend, morgen Abend, Deadline und jeder hat noch was vergessen, dann wird hier mal gehupt und geschimpft und gemacht und getan, das ist ganz normal. Aber jetzt gehen wir in die Halle 10 rein und da sehen wir schon, hier ist Adria und nicht weit weg, da Tochterfirma, Tochtermarke, nicht ja, genau, Tochterfirma, ist Sun Living 2018. Hallo Moni. Hallo Tobi. Wir haben schön, immer, dass wir da sind. Ja, schön, dass wir da sind. Also haben wir ja schon gesagt, aber wir freuen uns natürlich wirklich, weil das ist Effekt. Ob das jetzt schon im Betrieb ist oder nicht, das gehört jetzt auch dazu. Promobil sehen wir da. Also das sind jetzt auch Stände, wo wir natürlich dann während des Betriebs vorbeischauen, wenn dann alles schön beleuchtet ist. Da haben wir Adria, das ist ja wie gesagt, wir sind Adria Caravan Händler, aber die bauen natürlich auch ganz tolle Reisemobile.
die dann eben Budgetmarke Sun Living sind. Die Marke ist komplett überarbeitet worden, da sehen wir das neue Logo und nicht nur die Marke, sondern die ganzen Fahrzeuge, die Prospekte. Eigentlich alles ganz modern und ja, haben auch sie für schön junge gemacht. Leute gemacht. Eben. Ja. Vor allem eine emotionale Geschichte. Ja. Also, ja, ich habe das Video gesehen und war schon begeistert. Ach, da ist der neue Adria Action. Gerade haben wir uns unterhalten, da draußen stand noch einer rum, den hätten wir jetzt dringend gebracht für unsere Ausstellung, den wollten wir schon mitnehmen. Nein, Quatsch. Aber das ist das neue 18er Modell, den zeige ich euch aber dann auch. Hier noch alles Kraut und Rüben, jede Menge Leitern und so weiter. Wir schlagen uns aber jetzt durch zum Challenger-Stand. Jawohl. Weil an dem ist die Moni tätig. Also wer einen schönen Challenger kaufen möchte, wir suchen den gerade. Der kommt zur Camper-Moni. Ja. Zur Camper-Moni. Wir sind übrigens nicht verheiratet oder verwandt oder sonst was. Nein. Nee, wir sind Kollegen. Nein, einfach nette Kollegen. Einfach, genau, nett sind wir auch noch. Ja. Das stimmt. Wir haben hier Sunlight. Also wir haben auch kein Problem damit, Ihnen Marken zu zeigen, die wir nicht haben. Alles kein Problem. Riesenstände, wie Sie sehen. Ich sehe gerade Eura. Ja, du hast da gerade erkannt, gell? Komm, jetzt nehmen wir euch noch mit zu Eura. Wir müssen einer Mülltonne ausweichen, die gelbe Tonne. Okay, super, dankeschön. Und jetzt gehen wir da mal weiter. Muss mal schauen, ob die Zeit noch läuft. Es spiegelt hier ganz gewaltig. Und jetzt gehe ich neben dem schönen Teppich hier. Sunlight. Da hinten haben wir Eura. Da werden wir uns am Samstag und Sonntag tummeln. Weil ich habe mir vorgenommen, am ersten Wochenende jetzt einmal kommt, die Eura-Modelle abzufilmen. Beziehungsweise ich denke, es macht Sinn, erst einmal. Ah, schon sind wir am Eura-Stand. Es macht mit Sicherheit Sinn, erstmal einen Rundgang über den Stand zu machen und dann in der Abfolge die einzelnen Modelle abzudrehen. Die meisten kennt ihr ja schon vom Platz bei uns in Sulzimus. Jetzt habe ich die Moni voll im Bild gehabt. Das ist hübsch. Aber es passt perfekt. Also, ja, wir haben uns ja einfach vorgenommen, aber ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich bin jetzt am Reisemobil zurück. Wir haben uns vorgenommen, wie das halt hier auf dem Kanal üblich ist, die Fahrzeuge in den Vordergrund zu stellen. Also bitte nicht erschrecken, gell? Es ist Aufbau. Hier ist alles noch im einigermaßen, sage ich mal, 60% Zustand. Aber schaut schön aus. Hier haben wir die große Alkovenabteilung. Das sehen wir jetzt auch viele Modelle. Oder ja, so viele Modelle gibt es eigentlich jetzt nicht. Man hat viel gemacht bei Eura im Jahrgang 2017. Die 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie gibt es. Bestimmte Pakete können Sie natürlich jetzt günstig auf der Messe dazu nehmen. Was haben wir denn an Neuigkeiten? Wir haben zwei Grundrisse, einen neuen bei der Integra Line und einen Profila RS mit Einzelbetten und so weiter. Da sind die integrierten Profila der Dreiachse. Ja, ein Riesenstand, mein lieber Schieber. Ja. Toll. Ich hab, da haben wir schon Challenger entdeckt, ja, da hinten in der Ecke. Special Editions sehen Sie schon kommen oben. Hier schon raus. Genau, die Special Editions gibt es jetzt dann in Sulzimus, gell? Ja. Und die Moni kennt sich jetzt dann auch aus, weil wir kennen es und wir wissen, dass es tolle Fahrzeuge sind, aber wir haben wirklich noch nicht die Detailkenntnis. Das weiß unser Kollege, der Camper Sadat in Schongau. Der kriegt jetzt einen Namen verpasst, egal. Genau. Und ja, so machen wir jetzt mal weiter und nächster Stand, nächstes Glück. Kurzer Eindruck, ich muss jetzt dann hier noch aufkehren, also die nächsten 6 Stunden werde ich jetzt am Besen schwingen. Nein, Blödsinn, wir machen weiter, bis später. Ja, gibt es noch was in der Halle? Nee. Also, Servus. Tschö. Also, ey Freunde, ich muss das jetzt ganz heimlich machen, aber das ist wirklich jetzt äußerst geheim. Ich mache das jetzt ganz, ganz, der erste Einblick auf den kurzen Integra. Es gibt ja die neuen Integra, nicht nur den Integra Line, sondern den Integra. Den hat man jetzt präsentiert, da steht der Dreiachser daneben. Und das ist der 7-10 Meter lange mit Einzelbetten. Auf den bin ich gespannt wie Flitzepfeil, aber ich zeige euch noch nicht mehr. Der ist mit der Voll-LED-Lichtausstattung rundum. Also, jetzt erst einmal ein Außeneindruck. Da ist also jetzt wirklich der 218er Integra komplett umgesetzt worden, aber eben im kompakten Maß. Es dürfte allerdings trotzdem nicht so einfach sein, das Fahrzeug mit 2 Leuten auf 3,5 Tonnen zu bewegen. Also wenn man da ein bisschen Ausstattung drin haben will, wird der 3,3 vorbereitete Masse haben um den Dreh. Ich habe ihn schon mal konfiguriert. Aber das ist eine Neuheit, den hat wirklich noch keiner so gesehen. Das schön ist jetzt, pst, nicht weiter sagen, nicht liken. Ja, wir reden gar nicht drüber. Ich stelle es ganz heimlich ins YouTube ein. Wir sind gar nicht da. Nein, wir sind gar nicht da. Keiner hat es gesehen, keiner hat uns geschimpft. Nein, Blödsinn, ist kein Problem. Also, viel Spaß. Wie gesagt, der ist gleich, ich würde mal sagen, am Samstag ist der erste fällig. Freitag, könnte auch Freitag sein. Ja, also bis bald. Jetzt habt ihr schon ganz was Geheimes gesehen. Ist das super. Da freue ich mich. Ah, nochmal kurz die Heckpartie mit reinnehmen, weil die ist also beeindruckend. Ja, das ist richtig, das macht richtig was hier. Wow. Den kann man jetzt
mit dem Durchschnitt Schickimicki, sage ich mal, für 90 ja. erstehen. Wir glaube ich, kriegen im September ein. Lesen können, wie auch immer. Also, pst, ich weiter sagen. Servus, bis nachher. Moni sagt es eigentlich gerade richtig. Ja. Also, wir waren mit Forster, das sind gute Autos gewesen, aber es war halt innen noch nicht so fertig gedacht. Das ist natürlich auch eine junge Marke. Und jetzt gehen wir hier gerade zufällig zu diesem 47er Forster QB, den haben wir ja ein paar Mal verkauft. Das Fresh von 17 wurde übernommen ja. in das Modelljahr 18 in alle Modelle. Und auch noch überarbeitet, Nuancen gesetzt mit dem Grün, ich finde es richtig klasse. Und jetzt sagen wir Fresh, ja. Ja. Absolut. Und das Tischbein, super schaut euch das Tischbein genau. an. Ganz eine neue individuelle Lösung mit dem Tischbein, wo sich jetzt keiner mehr die Beine auch anhat, also auch praktisch mit dem LED drin. Hier wirklich nur ein erster Eindruck, einfach spontan, weil das so schön dasteht. Ich muss gar nicht mehr reingehen, ist das cool. Ich habe einen Teleskoparm mehr einbauen lassen. Den kann ich jetzt wie da gab es nochmal diesen X-Men. Gadget. Ja. Inspector Gadget. Ja, ganz genau. Habe ich als Kind gesehen, hat doch jeder gesehen. Ja. Der hat Go-Go und die Arme ausfahren und so. Also ich bei meinen Affenarmen ist das egal. Das geht immer. 47 Coupé von Forster. Forster finden Sie auf der Rückseite vom Eurostand. Klar, hier stehen die ganzen Trigano-Marken zusammen. Aber Bürsten haben wir auch dabei. Von dem her, mitten in der Halle riesengroß. Ich glaube, ja. das ist ein guter Drittel der Halle, die die Marken, die wir auch führen, natürlich in der Halle 10 ausmachen. Also Servus, geht weiter mit dem Schlussbild auf einen schönen Bürstenwohnwagen. Mahlzeit aus Düsseldorf. Der Camper Tobi, wer sonst? Also, so gibt es hier das leckere Düsseldorfer Gulasch mit Nudeln. Das kenne ich seit Jahren, seit wir hier sind. Das gibt es hier mitten auf der Messe, ist eine Riesenrestauration, da kann man auch recht schön sitzen. Da sind jetzt die ganzen Aufbauer, Handwerker, Vertriebler, Wichtigmacher, wie auch immer unterwegs. Das ist ganz normal. Jetzt rührt sich noch nicht so viel, aber probieren Sie das Gulasch. Das ist wirklich ein Hammer. Kostet zwar 8 Euro, aber das ist es echt wert. Machen wir Werbung, wird nicht gesponsert, wir haben das genauso bezahlen müssen. Also so schaut es aus. Natürlich campingtechnisch aus dem Pappteller, so gehört sich das. Prost, Mahlzeit, bis später vom Caravansalon in Düsseldorf 2018.